Die DHV-News vom 14. April 2023. Eckpunkte 2.0 – Lauterbachs neuer Plan. Berlin als Cannabis-Modellregion trotz CDU. Mit freundlicher Unterstützung von Awai Medical und Drehhandel. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ich habe wilde Tage hinter mir, die ganze Woche war wild und ganz Deutschland ist aufgeregt, weil Lauterbach seine neuen Eckpunkte vorgelegt hat. Das ist das bestimmende Thema dieser Sendung. Es gibt fast nichts anderes außer ein paar Vorbemerkungen. Und ja, eine davon ist eben, dass ich nicht so schön vorbereitet bin für die News, wie ich das wäre, wenn ich die letzten zwei Tage nichts anderes gemacht hätte, als in den Eckpunkten rumzuwühlen, die ganzen Details mir anzugucken und schön meinen Sprechzettel zu markieren und Ausschnitte rauszusuchen und so weiter. Ich muss jetzt ein bisschen hier durchhangeln, aber ich denke, ich habe trotzdem viele interessante Dinge zu erzählen zu diesem Eckpunktepapier. Ein paar Vorbemerkungen aber trotzdem vorweg. Und die erste ist der Global Marihuana Marsch, der ja Anfang Mai jetzt ansteht. Und ich denke, auch diese Eckpunkte zeigen, dass noch Demonstrationsnotwendigkeit besteht. Ja, also wir müssen weitermachen mit unserer Lobbyarbeit, mit unseren Protesten, mit unserem Aufbegehren, unseren Diskussionen und so weiter und nicht nachlassen, damit wir wirklich was umgesetzt bekommen. Ein bisschen was haben wir ja schon erreicht, sag ich mal, aber umsetzen muss die Regierung noch und so lange müssen wir auch schieben. Global Marihuana Marsch in dem Fall, Anfang Mai Demonstrationen. Ich erzähle gleich die Städte, die schon da sind, nochmal. Aber auch noch den Hinweis auf die Aufkleber. Bei uns im DHV-Shop zum Global Marihuana Marsch könnt ihr ab sofort Aufkleber bestellen. Link in der Videobeschreibung zum Shop, direkt auf den Aufkleber, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Promo zu machen für die GMMs. Und folgende GMMs finden also statt am 6.5. in Berlin. Um 13 Uhr Sonnenuhr am Zeiss Großplanetarium. Ja, habt ihr schon mal konkret wann und wo? Ja, schreibt es euch in die Kalender rein. Darmstadt 13 Uhr, Georg Büchner Platz. In Erfurt 13 Uhr, Willy Brandt Platz. In Halle am Hallmarkt 13 Uhr. Heidelberg 14 Uhr am 6.5. an der Stadtbücherei. In Karlsruhe 15 Uhr, Marktplatz am Rathaus. Konstanz 420. Jawohl, 16.20 Uhr in Konstanz im Stadtgarten. In Regensburg 14 Uhr am Heidplatz. In Stuttgart 15 Uhr Erwin Schöttle Platz und in Ulm 13.10 Uhr am Hirschbrunnen. Dann die Gruppen in Braunschweig, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt, Hanau, Hamburg, Magdeburg und Nürnberg mögen doch bitte so schnell wie möglich die Informationen jetzt irgendwo online verfügbar machen, damit wir die auch bei uns einbinden können in die Seite. Also auch in diesen Städten finden am 6.5. Demonstrationen zum Global Marihuana Marsch statt. Ich sage es nochmal, die bis jetzt noch keine Details online haben, Braunschweig, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt, Hanau, Hamburg, Magdeburg, Nürnberg, alle am 6.5. Schreibt euch in die Kalender rein. Die Details kommen bald auf der DHV-Seite. Könnt ihr mal auch zwischendurch mal nachgucken. Nächste Woche hoffe ich, dass sie dann eintrudeln. Und dann haben wir noch ein paar Nachzügler am 13.5. Da gibt es Demos in Freiburg im Breisgau, 14 Uhr Platz der Alten Synagoge, in Oldenburg 13 Uhr Bahnhofsvorplatz Oldenburg und in München 14 Uhr Königsplatz. Dann fehlen noch die konkreten Infos für 13.5. in Bamberg und in Dortmund. Also alle, die jetzt irgendwie eine Stadt gehört haben, die in der Nähe ist, schreibt euch die Daten schon mal in den Kalender, nehmt euch nichts anderes vor, geht auf die Straße, demonstriert mit, damit wir vorwärts kommen bei der Cannabis-Legalisierung. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Diese Woche hat die Bundesregierung die Legalisierung aufgegeben. Sage ich jetzt mal, teaser ich schon mal so. Ja, also es gibt nicht nur gute Nachrichten der Woche. Also es muss weitergehen. Dann haben wir einen Trailer bei uns auf dem Kanal hochgeladen zur Führerscheinsituation für Cannabis-Patienten. Da gibt es eine ausführliche Doku, die bei uns im Kanal veröffentlicht werden wird. Und zwar am 420 Day und Uhrzeit, also am 20.04. Cannabis-Patienten und Führerschein. Da kommt dann der Rest zum Trailer sozusagen. Trailer könnt ihr euch angucken. Link in der Videobeschreibung oder eben bei uns im Kanal. Dann haben wir neu hochgeladen unser
unseren Werbeclip für alle 3 Minuten ein Strafverfahren, nachdem ja die polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht worden ist letzte Woche. Da hat sich die Zahl ein bisschen verändert, aber es bleibt immer noch ziemlich genau bei alle 3 Minuten ein Strafverfahren für Cannabiskonsumenten, gegen Cannabiskonsumenten. Auch im ersten vollen Jahr der Ampelregierung war das der Fall. Also auch ein Grund mehr, jetzt weiter Druck zu machen. Und ja gut, das ist ein Werbevideo für die Mitgliedschaft im Handverband. Also bitte jetzt Mitglied werden. Interessanterweise, diese Woche haben wir einen großen Zuwachs gehabt. Nachdem tatsächlich im Moment die Mitgliederzahlen eher zurückgehen. Ja, weil alle Leute denken, es ist schon vorbei oder was. Ne? Natürliche Fluktuationen haben wir auch. Da sind Mitglieder, die dann rausgehen. Auch jetzt gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Wir brauchen einen Nachschub. Ja? Wir brauchen also Leute, die einsteigen jetzt, nicht nachlassen. 45 neue Mitglieder seit Dienstag. Vielleicht auch deshalb, weil ich eben ununterbrochen Interviews gegeben habe diese Woche, ja, jede Menge Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe. Deswegen sind die News eben auch nicht perfekt vorbereitet, weil ich eben viele, viele Stunden damit verbracht habe, mit diversen Journalisten zu sprechen und dann eben auch in allen möglichen Zeitungen erwähnt zu werden, aufzutauchen und so weiter. Auch mit Kritik an den jetzigen aktuellen Plänen und dem, was gut läuft. Lobbyarbeit eben, ja. Das ist mein Hauptjob, ja, eigentlich eher hier die Videos. Leiden dann schon mal drunter und machen mal eher nebenbei. Also, wer mehr Lobbyarbeit haben will oder dass wir die weitermachen können, jetzt Fördermitglied beim Handverband werden, bis wir endlich unser Ziel erreicht haben. Und dann noch ein Hinweis auf das Update-Video vom Kollegen Konstantin, wo ganz kurz und knapp die aktuellen neuen Pläne beschrieben werden, in, weiß nicht, 3 Minuten oder so. Ziemlich kurz jedenfalls. Genau, Gegenteil von dem, was ich ja jetzt gleich machen werde, nämlich in die Details einsteigen und das Ganze einordnen und so weiter. Wem das alles viel zu viel ist, wer nur ganz kurz haben will, kann das Update sich angucken. So, jetzt aber, Eckpunkte 2.0, Lauterbachs neuer Plan. Grob skizziert, es gibt eine Aufteilung in 2 Stufen. Die erste Stufe, Entkriminalisierung, 25 Gramm legaler Besitz von Cannabis in der Öffentlichkeit, 3 blühende Pflanzen anbauen zu Hause legal und die Einführung von Cannabis-Anbauclubs. Das soll die schnelle Schiene sein sozusagen, die jetzt möglichst schnell umgesetzt wird, entsprechend unseren Forderungen. Wir haben ja am ersten Tag gesagt, ja, macht das zuerst mit der Entkriminalisierung, das geht schneller und dann reden wir in Ruhe über die Legalisierung. Es hat sehr lange gedauert, bis die Bundesregierung das verstanden hat, dass es notwendig ist. Leider 200.000 Strafverfahren sind seitdem ins Land gegangen, seit die Ampelregierung angetreten ist. Aber jetzt haben sie verstanden, dass das nicht akzeptabel ist mehr, ja, und dass sie jetzt da unbedingt handeln müssen. So gesehen, gut. Die 2. Stufe, regionale Modellprojekte zur Cannabisabgabe. Da sind auf einmal die Modellprojekte wieder im Spiel und die Legalisierung ist raus. Der Plan, der ursprünglich da stand, in dem ersten Eckpunktepapier im Oktober, einfach flächendeckend in Deutschland Cannabis-Fachgeschäfte für Erwachsene einzuführen, ist Geschichte, jedenfalls wenn es nach Herrn Lauterbach geht. Und trotzdem freuen sich alle wie blöd. Ja? Also das ist schon auch irgendwie ulkig, sage ich mal, die Situation. Nach einem halben Jahr, ohne erkenntlichen Grund, ersichtlichen Grund, beerdigt Lauterbach die Legalisierung und alle sind am Jubeln. Ja, jetzt geht es endlich vorwärts, ne? Er hat was vorgelegt und so weiter. Wir haben lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Vielleicht ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Wir sind alle mürbe gemacht worden in der ganzen Zeit, wo wir alle gedacht haben, da wird sowieso nichts mehr, die kriegen überhaupt nichts geregelt. Ja, und dann freuen sie sich, wenn man jetzt irgendwie dann doch mal der Plan kommt, der ein bisschen abgespeckt ist, sag ich mal, und wo man denkt, so, dann diejenigen, die das große Ding nicht gewuppt kriegen irgendwie und nicht geregelt kriegen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, dass sie dann damit vielleicht besser schaffen, weil was einfacher ist. Im Grunde drücken sich die Ministerien da auch für diese sehr komplizierten Detailarbeit am kompletten Legalize-Gesetz. Das soll halt jetzt nicht mehr vorgelegt werden. Halte ich für einen Fehler und möchte deswegen auch da nochmal genauer drauf eingehen, ja, bevor ich dann eben auf die positiven Seiten komme und die Feierei, die halt alle veranstalten jetzt und so weiter. Rein formal ist das Ganze ein Rückschritt, muss man schon auch mal so sehen. So, wie war die Timeline? Ja, die haben die Legalisierung vereinbart im Koalitionsvertrag. War von Anfang an klar, internationales Recht ist problematisch, sowohl UN als auch EU-Recht. Und da gibt es Juristen, die sagen, die Legalisierung in Deutschland ist vereinbar mit EU-Recht. Und es gibt Juristen, die sagen, es ist nicht vereinbar mit EU-Recht. Das war vom ersten Tag an klar. Die Bundesregierung hat sich dafür entschieden zu sagen, okay, wir folgen dem Ansatz, der das für vereinbar hält mit EU-Recht, dem Interpretationsansatz, weil die Legalisierung in Deutschland die gleichen Ziele erreicht wie das EU-Drogenrecht sozusagen. Und deswegen ist es kompatibel. Und
Es war auch von Anfang an klar, dass die EU-Kommission dem kritisch gegenübersteht. Wurde auch so gesagt, das werden interne Gespräche geführt, man ist kritisch, man will überzeugt werden davon. Deswegen hat Lauterbach sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sagt, also Jugendschutz zum Beispiel kann genauso gut erreicht werden und Konsumentenschutz im Rahmen einer legalen Abgabe. Kriminalität kann sogar besser zurückgedrängt werden als bisher. Dieses Gutachten, da haben die jetzt vermutlich und weiß ich nicht, was sie jetzt damit machen, wo sie den Plan aufgegeben haben. Aber bisher, hier sind ja immer, es gibt Gespräche mit der EU-Kommission, die verlaufen prima, wir sind zuversichtlich, unseren Ansatz durchzukriegen. Immer wieder, hat Lauterbach hat gesagt. Aber zuerst hatten wir Eckpunkte vorgelegt und gesagt, okay, ja, die ersten Eckpunkte von Oktober mit vollständiger Legalisierung an die EU geschickt, offiziell, haben gesagt, ja, gebt uns mal offiziell eine Antwort. Und die EU-Kommission hat gesagt, nö, Eckpunkte können wir nicht gebrauchen, es gibt ein vernünftiges, formales Verfahren, das wisst ihr doch, wir brauchen einen Gesetzentwurf und nicht irgendwelche Eckpunkte. Und dann haben sie gesagt, okay, kriegt ihr einen Gesetzentwurf. Lauterbach hat im Oktober versprochen, Ende März kriegt ihr einen Gesetzentwurf. Wir und die EU-Kommission. Ja? Und die ganze Zeit hat er davon gesprochen, es gibt Wahnsinnsgespräche mit der EU-Kommission, die total gut verlaufen. Er ist super zuversichtlich. Die ganze immer wieder, ja, er hat gesagt, als wenn er jeden Tag mit der EU-Kommission reden würde. Jetzt, 6 Monate später, heißt es plötzlich, wir können nicht legalisieren wegen der EU. Und ja, das ist natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil sich für uns jetzt sichtbar überhaupt nichts verändert hat, was die EU angeht. Die haben am Anfang gesagt, sie sind skeptisch, aber sie würden gerne einen Gesetzentwurf sehen. Und das ist immer noch so. Ja, es gibt überhaupt kein offizielles Statement von der EU, dass das irgendwie anders sieht. Lustigerweise übrigens ganz im Gegenteil. Ja. Kleine Anekdote am Rande. Wir haben ja gerade auch die Planung für eine europäische Bürgerinitiative. Und den Text dafür haben wir gerade eingereicht, so als ersten Test sozusagen. Da gibt es so ein Verfahren, wie man das mal beurteilen lassen kann von der EU-Kommission. Und da steht unter anderem drin, die EU soll sich nicht einmischen, wenn Länder Cannabis legalisieren wollen. Ja, soll da sich raushalten. Und die Antwort ist gewesen von der EU-Kommission, ja, das braucht ihr eigentlich nicht da reinzuschreiben. Das ist zwar legal, das könnt ihr machen, aber das ist ja schon so. Wir mischen uns ja gar nicht ein. Guckt Lauterbach, sagt doch auch, der hat super Feedback und er hat kein Problem mit der EU. Ja, das haben die zitiert als Antwort an uns, an diesen Text da. Und eine Woche später kommt Lauterbach an und sagt, ja, wir können nicht legalisieren, weil die EU das nicht will. Also ist komplett absurd. Und da gab es jetzt diese Pressekonferenz am Mittwoch, wo ich euch jetzt mal einen Ausschnitt von zeigen werde oder mehrere auch im Laufe jetzt dieser Sendung hier. Thilo Jung hat genau diese Frage auf den Punkt gebracht. Ja, danke dafür und auch nochmal danke für die Videoaufzeichnung. Das macht er immer fleißig, kann man ja super gebrauchen für die Sendung. Und er hat auch in dem Fall wieder genau meine Frage getroffen sozusagen. Zeigen wir euch jetzt. Herr Lauterbach, ist mir der große Unterschied zu Ihrem ursprünglichen Vorschlag, also die Eckpunkte, ist ja, dass es jetzt doch keine freien Abgabestellen gibt, also Verkauf in Fachgeschäften oder Apotheken. Können Sie nochmal uns erklären, was Brüssel jetzt genau damit zu tun hat? Also warum es jetzt ein Modellprojekt braucht, was regional begrenzt und befristet ist? Ja, also gute Frage von Thilo Jung. Ja, was hat es denn überhaupt verändert seit Oktober? Da wusste man auch schon, die EU-Kommission ist skeptisch und will einen Gesetzentwurf sehen. Ja, was ist jetzt daran anders geworden? Lauter, was Antwort? Und wir haben also in Brüssel sehr gute Gespräche geführt, vertrauliche Gespräche. Und also diese Gespräche haben also zum Ergebnis geführt, dass wir glauben, dass wir über diesen Weg tatsächlich das genau später erreichen werden. Nicht nur für Deutschland, sondern auch als also Vorbild einer europäischen Cannabispolitik, dass es eben diesen also Verkauf dann geben kann in, wenn Sie so wollen, lizenzierten Fachgeschäften. Aber ohne Modellprojekte wäre das nicht darstellbar gewesen. Und ich bitte um Verständnis, dass ich aus diesen vertraulichen Gesprächen jetzt nicht also präziser berichten möchte, weil wir die Vertraulichkeit zugesagt haben. Ja, also diesen Vorgang finde ich wirklich unterirdisch. Ja? Und da wundern sich die Politiker, dass die Bürger da das Vertrauen in die Institutionen verlieren, ja, wo man denkt, wir leben doch in einem Rechtsstaat oder nicht. Ja, da müsste doch anhand von Gesetzen und von offiziellen Statements irgendwie geklärt werden, was jetzt geht und was nicht. Das kann doch nicht sein, dass wir als Deutschland so ein wichtiges Gesetz, so ein gerechtes Gesetz für die Cannabis-Legalisierung, die Beendigung eines Missstands, des Cannabis-Verbots, der Repression gegen Leute und so weiter, dass wir das nicht sein lassen, also dass wir das nicht durchbringen können, das Gesetz, weil Lauterbach irgendwie in Geheimgesprächen von irgendwem ins Ohr gesetzt gekriegt hat, dass das nicht geht. Ja, also ist doch ein Witz.
Warum machen die nicht den Gesetzentwurf fertig, legen den der EU-Kommission vor, kriegen eine Antwort? Ja, dann wäre die meinetwegen auch eine ablehnende Antwort. Und die EU-Kommission sagt ganz offiziell, nein, wir denken, dass das nicht mit EU-Recht kompatibel ist. Und dann kann EU Lauterbach herumlaufen und sagen, okay, wir können nicht legalisieren wegen der EU. Aber so hat Lauterbach selbst die Legalisierung beerdigt und nicht die EU. Ne? Einfach, weil er sagt, irgendwer hat mir das in irgendwelchen geheimen Gesprächen geflüstert, dass das nicht geht. Ja, wo leben wir denn? Ja, ist das Kongo hier oder was? Also ich kann das nicht fassen. Ja, also was hat das mit Demokratie zu tun? So eine Geschichte, wo Kongo hat, glaube ich, sogar eine demokratische Regierung, weiß gar nicht. Ja, nichts gegen Kongo, ja, wollte ich jetzt nicht bashen. Nehmen wir irgendein undemokratischer Staat halt, ja, ganz neutral gesehen. Ja. Das muss doch irgendwie möglich sein, dass das jetzt irgendwie wirklich mal geklärt wird offiziell, dass man irgendwo nachlesen kann, wie die EU-Kommission dazu Stellung nimmt und sagt, das geht aus unserer Meinung nicht, aus dem und dem Grund. Und wo die mal Stellung nehmen zu diesem Interpretationsansatz von Lauterbach, der immer noch schriftlich da liegt sozusagen, im Eckpunktepapier und so weiter. Warum zieht das nicht durch mit dem Gesetz? Kriegen die das nicht geregelt? Ja, Deutschland kriegt einen Flughafen nicht geregelt und alles Mögliche. Auch kein Legalize-Gesetz oder was? Ist das deswegen jetzt das Problem? Also ich kann es wirklich nicht fassen. Wie weit ist denn jetzt dieser Vorschlag weg vom ursprünglichen Plan? Die Säule 2, die dabei ist. Säule 1, habe ich ja gesagt, ist eben Entkriminalisierung Besitz, Entkriminalisierung Eigenanbau, Entkriminalisierung oder Legalisierung Social Clubs. Punkt 2 sind diese regionalen Modellprojekte. Und die sollen scheinbar sehr, sehr weit aufgefasst werden. Nämlich nicht nur, wie das bisher beantragt wurde, von deutschen Städten, diversen deutschen Städten mit relativ kleinen Probandenzahlen, 500 bis 1000 Leute. Oder wie es jetzt auch in der Schweiz gerade gemacht wird, in diversen Städten, auch so ungefähr die Größenordnung von Zahlen, also von Leuten, die da mitmachen können in so einem Projekt. Und dann begutachtet werden, individuell, ne, wie entwickeln sich die Leute, wie geht es denen gesundheitlich und so weiter. Mehr braucht man auch für so ein wissenschaftliches Projekt gar nicht, weil die Zahl schon 1000 Leute oder ein paar hundert ausreicht, um signifikante Ergebnisse zu kriegen. Ja, das heißt also auch ein viel größeres Projekt ist die Frage, wie genehmigungsfähig sind das dann und wie gut kann man da argumentieren, dass so eine Größe notwendig ist, um irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erzielen. Wenn aber jetzt wirklich die so groß gemacht werden, ne, jeder Einwohner steht in Eckpunkten drin, dieser Region, die Modellregion ist, jeder Cannabiskonsument kann dann im Laden einkaufen, Cannabis kaufen und diese ganze kommerzielle Belieferungskette und so weiter soll tatsächlich dafür dann auch aufgebaut werden. Da kann man jetzt annehmen, dass nicht alle deutschen Regionen da teilnehmen, in Bayern eben insbesondere nicht, Bayern sind aber schon am Rumschreien irgendwie, dass sie das nicht wollen. Also nehmen wir mal an, Deutschland außer minus Bayern wird zu einem riesigen Modellprojekt und überall wird halt eingekauft. Dann ist die Situation natürlich schon sehr nah dran an einer vollständigen Legalisierung. Dann werden auch sehr viele Leute davon profitieren und nicht irgendwie neidisch auf die drei Hanseln da gucken, die jetzt im Modellprojekt sind. Ne? Und Millionen von Konsumenten sind halt nicht drin, sondern dann hat man schon eine riesen Abdeckung und ist nah dran an dieser Gesamtlegalisierung. Und danach soll das Ganze dann weitergehen. Ja? Also Lauterbach sagt doch offiziell, hat er die Legalisierung gar nicht aufgegeben. Ja? Da wird mir jetzt widersprechen, wenn ich sage, der hat das beerdigt, sondern das soll ja nach dem Modellprojekt dann weiter in die Richtung gehen, Legalisierung. Aber das Ganze soll 5 Jahre dauern, das Modellprojekt. Und das soll ja, der zweite Säule mit dem Modellprojekt soll ja auch das Gesetzgebungsverfahren erst nach der Sommerpause anfangen. Das heißt, dann kommt erstmal der Referentenentwurf dafür, da strecken wir noch dran rum. Dann wird das frühestens Ende 2024 vielleicht losgehen mit den Modellprojekten. 5 Jahre laufen, dann ist 2029 ist Bundestagswahl, da wird auch nichts passieren. Das heißt, für dieses Jahrzehnt hat sich das dann erledigt mit der vollständigen Regulierung. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, ne, ob das jetzt kommt oder nicht. Wenn das so vollflächig große Sache wird, ja, und ich sage, okay, ja, das ist dann schon auch ein riesen Ding, ja, das haben wir eben in der EU so auch noch nicht. Aber wie glaubwürdig das denn, dass das jetzt dann durchgeht mit der EU, zumal auch gesagt wird, das muss auch durchs Notifizierungsverfahren, diese Geschichte. Genauso wie das vollständige Legalisierungsgesetz muss dann auch der EU vorgelegt werden. Da kann ich auch Nein sagen, ja. Kein Mensch weiß, wie die EU darauf reagieren wird. Aber Lauterbach hat wahrscheinlich Gespräche geführt, geheime Gespräche, ist jetzt zuversichtlich, dass das genehmigt wird. Ja, das wäre wirklich mal interessant, ob er da irgendwie ein anderes Feedback zugekriegt hat zu solchen riesigen Modellprojekten als zur vollständigen Legalisierung von dem Hausmeister der Kommission oder wen auch immer, die ihm da geschickt haben, der ihm da irgendwas erzählt in Geheimgesprächen. Wenn er jetzt tatsächlich das durchkriegt, ja, okay, dann kann man darüber reden, ob das vielleicht der richtige Weg war, ne? Dass das dann EU-kompatibler ist und durchsetzbarer eben als eine vernünftige Lösung gleich im ersten Schritt.
Aber wenn das jetzt genauso im Prinzip reingestolpert ist in die ganze Situation und genauso die Feedback von der EU überhaupt nicht klar ist, dann hat er der ganzen Legalisierungsfrage ins Bein geschossen. Und zwar nicht nur für uns. Ja, also ihm ist ja bewusst, dass andere Länder auch drauf gucken, was wir hier machen, ja, in Deutschland. Und wenn wir hier erfolgreich sind, dann eben andere Länder auch schnell nachkommen. Kleiner Ausschnitt dazu aus der Tagesschau. Nach der Sommerpause kommen diese regionalen Modellprojekte. Da wollen wir dann prüfen, wie wir also klarkommen können, damit der also Staat quasi die Produktion auch das in Verkauf bringen von Cannabis noch besser kontrollieren kann. Das wird aber dann ungefähr 5 Jahre dauern, bis das ausgewertet ist. Das hätte dann aber auch also Bedeutung für ganz Europa, weil diese Auswertungen, darauf warten viele. Wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich etwas machen, was tatsächlich die Sicherheit also in den Griff bekommt. Ja, jetzt sagt der Lauterbach, dass diese Modellprojekte den anderen Ländern helfen würden bei der Legalisierung. Die warten da sehnlichst drauf, ja, auf unsere tollen Ergebnisse. 2029. Bis 2029 sollen also auch sämtliche anderen EU-Staaten am besten die Füße stillhalten, nicht legalisieren wollen. Ja. Die EU-Kommission kann sich wieder darauf berufen, naja, mach mal mit der Legalisierung, ja, dann 2030 reden wir wieder drüber, dann haben wir tolle Ergebnisse aus Deutschland, ne, bis dahin hau ab. Ja, also ob das jetzt wirklich so ein toller Dienst an der europäischen Legalize-Diskussion ist, zu sagen, ja, komm, jetzt lassen wir das mal für dieses Jahrzehnt, ja, treffen wir uns 2030 wieder, wir haben dann tolle Forschung. Also ich weiß es nicht, ja, das finde ich nicht überzeugend. Jetzt haben wir genug gemeckert, ja, kommen wir mal zu den guten Seiten. Und zwar, um das mal so auf den Punkt zu bringen, ja, das Ganze mal positiv zu sehen, wenn das jetzt alles durchkommt, wie Sie sich das jetzt vorstellen hier, dann ist nach wie vor immer noch der Plan, ja, das Ziel, die in Europa mit Abstand beste Regelung, die wir haben. Also im Grunde setzt das Ganze hier auf die bisher liberalste Gesetzgebung, die wir haben in Malta. Vollkommen legaler Besitz von bis zu 7 Gramm. Also nicht nur geduldet, weggeguckt, irgendwie nicht bestraft, sondern völlig legal. Als erstes Land in Europa, genauso der Eigenanbau in Malta 4 Pflanzen. Hier ist jetzt von 3 die Rede, aber vollkommen legaler Eigenanbau. Und Anbauclubs, auch vollkommen legal und reguliert und geregelt, im Gegensatz zu Spanien, wo sie das nicht sind, sondern wo eben auch keine klaren Regeln sind, wo es Razzien gibt andauernd und so. Egal, ob die sich an die informellen Regeln halten oder nicht, ob die kommerziell sind oder nicht. Also ist halt eine unklare Situation in Spanien, obwohl es sehr viele solche Clubs gibt. In Malta ist umgekehrt, ja. Die haben also völlig legale Clubs theoretisch, aber praktisch haben sie noch keinen einzigen. Aber da komme ich, glaube ich, später nochmal dazu. Auf jeden Fall rein theoretisch, ja, ist diese Situation in Malta im Moment die liberalste in Europa. Das nimmt Deutschland jetzt sozusagen und setzt da nochmal diese großflächigen regionalen Modellprojekte oben drauf, wo dann am Ende Millionen deutsche Konsumenten möglicherweise tatsächlich einfach im Laden Cannabis einkaufen können. Ja, wenn das alles so kommt, dann ist das Ganze vorher Meckern auf hohem Niveau. Ja, dann ist es blöd, dass man nicht irgendwie konsequent das weiterverfolgt mit der Legalisierung. Aber trotzdem, ja, wir wären dann trotzdem die Speerspitze in Europa. Das kann man eben so auch sehen. Und ja, positiv ist natürlich auch, dass die Bundesregierung unseren Vorschlägen folgt, ja, schnell zu entkriminalisieren. Jetzt endlich mal irgendwie das, was schnell geht, auch schnell zu machen und eben diese bescheuerte Repression gegen Leute aufzuhören. Ja, das steckt ja im Prinzip in diesem Zwei-Stufen-Modell jetzt schon auch mit drin. Und gleichzeitig eben die Pflanzen zu Hause und im Club auch noch mit dabei. Das ist auf jeden Fall natürlich positiv. Wenn es jetzt mal endlich losgeht, ja, also das steckt ja auch die Hoffnung drin, dass sie es jetzt dann auch mal hinkriegen, ja, eine viel einfachere Sache. Und ja, ein Gesetzentwurf muss halt her. Er hat einen Gesetzentwurf für Ende März versprochen, hat neue Eckpunkte hingelegt, genau dieselbe Situation wie im Oktober und alle feiern. Ja, ich feiere erst, wenn ich einen Gesetzentwurf sehe, der halbwegs vernünftig ist, dann zumindest so eine Bergfestfeierei ist dann vielleicht mal angesagt, aber bis jetzt ist haben wir nur Gelaber quasi. Zeitplan. Ja, genau. Zeitplan. Ja, wie geht es jetzt weiter? Das war natürlich jetzt auch eine interessante Frage, ne? Und eine große Spekulation. Genauso wie alle spekuliert haben, wird zum 1.5. legalisiert. Ne? Wird jetzt, was weiß ich, kommt das Gesetz jetzt, jetzt sofort nach Ostern? Ist es dann ein Gesetz oder sind dann Eckpunkte oder was? Ne? Jetzt die Frage, wann kommt jetzt dieses Legalize-Gesetz und wann ist das durch? Dieses Entkriminalisierungsgesetz, also Säule 1. Ja? Und da an einem Tag, am Mittwoch, haben wir morgens gesehen, das ist im Eckpunktepapier. Da steht drin, in der ersten Aprilhälfte soll der Gesetzentwurf kommen. Also heute. Ja, hätte er kommen müssen, hat es nicht geklappt. In der Pressemitteilung, mit der diese Eckpunkte vorgestellt worden sind am Mittwoch, steht drin, bis Ende April.
ja, also am selben Tag veröffentlicht, ja, Ende April, 2 Wochen später, okay, hat er noch 2 Wochen Zeit. Und dann Lauterbach in der Tagesschau Folgendes. Wir werden ein Modellprojekt auflegen in Modellregionen. Der Entwurf dafür wird nach der Sommerpause kommen. Das geht jetzt alles sehr schnell. Die Eckpunkte, die wir heute vorgelegt haben, die münden in ein Gesetz noch, also Ende April, Anfang Mai. So, also an einem Tag hat er im Prinzip, hat Lauterbachs Ministerium oder er selber kundgetan, dass in der ersten Aprilhälfte das Gesetz fertig ist oder halt erst Anfang Mai. Ja, also einen Monat Differenz an einem Tag rausgehauen. So viel eben zu der Frage, ob das Gesetz bis zur Sommerpause durch ist. Ja, also das scheint jetzt nicht so zu sein, dass da Lauterbach plötzlich planvoll unterwegs ist und das geregelt kriegt. Und dann gibt es noch eine FAQ-Seite, nämlich auf der BMG-Homepage, Gesundheitsministerium, weil das Ganze noch begleitet wird, die Eckpunkte, die Pressemitteilung von einer FAQ-Farm sozusagen, wo mehr Sachen drinstehen als bei den Eckpunkten. Ja, also da gibt es noch quasi so eine Ergänzungsfibel, ja, wo man sich noch alle möglichen kleinen futzeligen Details raussuchen kann. Unter anderem eben auch diese Frage, wann kommt jetzt dieses Gesetz? Und da nehme ich euch mal mit auf diese Seite hier. Jetzt haben wir dieses tolle System hier, dass ich jetzt, könnt ihr mit mir gleichzeitig zusammen in den Computer gucken, ganz klasse. Und da haben wir Nummer 2 von diesen FAQs, wo eben jetzt unten drin steht, das Gesetz zu Säule 1, gemeinschaftlicher Anbau in Vereinigungen sowie privater Eigenanbau, soll voraussichtlich 2024 in Kraft treten. Also nix Sommerpause nach den FAQs, die hier stehen. Wobei ich auch keine Ahnung habe, ob die wiederum jetzt ein Praktikant geschrieben hat oder wo das jetzt plötzlich herkommt. Ne, die Sachen, die nicht in den Eckpunkten drinstehen, ne, ob das irgendwie erst nachmittags geeinigt wurde zwischen den Ministerien und morgens bei den Eckpunkten noch nicht oder so. Ja, Baustelle, das Ganze. Dann grundsätzliche Probleme, die das Ganze mit sich bringt. Die Frage, gibt es eine Herausnahme aus dem Betäubungsmittelgesetz? Im ersten Eckpunktepapier im Oktober stand es noch drin. Kein Betäubungsmittelgesetz wird rausgenommen, wird anders geregelt und so weiter. Dafür gibt es halt ein vollständiges Marktregulierungsgesetz. Davon ist jetzt in den Eckpunkten nicht mehr die Rede. Braucht man auch meiner Meinung nach nicht zwingend für die Entkriminalisierung, für die Anbauclubs und so weiter. Auch nicht fürs Modellprojekt. Das kann man alles im Rahmen des BTMG machen. Nur eben nicht, wenn man endgültige Marktregulierung machen will, dann hat Cannabis nichts mehr im BTMG verloren. Insofern würde ich erstmal annehmen, dass die Frage BTMG sich erledigt hat. Bei diesen Eckpunkten, bei den FAQs steht aber plötzlich irgendwo, Cannabis soll nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Ja, wo man annehmen könnte, sie machen das doch komplett außerhalb vom BTMG, irgendwie in einem extra Cannabis-Gesetz wiederum. Völlig unklar. Ja, wahrscheinlich wissen sie das selber nicht so genau. Dann ist in dem Eckpunktepapier die Rede davon, dass die Cannabis Social Clubs, das Gesetz dazu, so ausgestaltet sein soll, dass es im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig ist, dass die CDU das also nicht verhindern kann. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass Landesbehörden die Aufsicht über die Cannabis Social Clubs übernehmen sollen. Das ist auch eine fragwürdige Angelegenheit. Ja? Da hört man auch ganz wenig von Juristen zu, da will sich auch kein Staatsrechtler groß zu äußern. In welchen Fragen jetzt genau die solche Sachen zustimmungspflichtig sind und wann nicht. Für mich riecht es aber schon nach Zustimmungspflicht. Ja? Wenn man sagt, die Länder sind da für eine neue Struktur zuständig, die zu überwachen, auch wenn so dasselbe Überwachungsamt, da wird kein neues Amt erfunden oder so, aber das Amt ist jetzt zuständig für einen neuen Wirtschaftszweig sozusagen oder eben diese Anbauclubs, dass das dann nicht zustimmungspflichtig sein soll, bin ich skeptisch. Wir werden sehen. Jetzt gehen wir mal in die Details rein. Ja, da steht noch viel Unsinn drin, sage ich mal. Ja, da müssen die Bundestagsabgeordneten noch eine Menge wegflexen. Und genau darauf haben aber auch Wegge und Heidenlohn auch gleich am Mittwochnachmittag in einem Insta-Live nochmal hingewiesen. Da kein Ausschnitt daraus. Das letzte Wort übrigens, man kann jetzt über die Grammzahlen schon mal diskutieren, man kann über die exakte Ausgestaltung. Das letzte Wort an der Stelle sagt tatsächlich das Parlament. Ja. Und das ist insofern mit diesen Eckpunkten, und das ist mit dem Referentenentwurf und das ist auch mit dem Kabinettsentwurf überhaupt noch nicht gesprochen. Also nicht sofort draufhauen, wenn die Grammzahlen euch nicht passen oder wenn irgendwas anderes da steht, wo ihr sagt, das ist aber doch völliger Humbug. Sagt es uns, was ihr meint, was Humbug ist. Auch das Video findet ihr in der Videobeschreibung, lohnt sich auch anzugucken. So, jetzt
nehme ich euch mal mit rein in die Eckpunkte. Scrollen wir mal ein bisschen darin rum. Wie gesagt, ich bin ein bisschen am Improvisieren hier. Ich habe keine Markierungen und so. Das kann sein, dass ich jetzt eine Gedenksekunde hier und da brauche. Aber mal sehen, was dazu uns so alles einfällt. Ja, in die erste Säule geht es erstmal um den gemeinschaftlichen, nicht kommerziellen Eigenanbau, also die Clubs. Ja, wobei Social Clubs sollen es nicht sein, da kommen wir gleich nochmal zu. Es sollen nicht gewinnorientierte Vereinigungen sein. Ja, das ist erstmal der Kern ja, auch tatsächlich von Cannabis Social Clubs. Das ist eine übliche Definition. Es sollen halt keine Fachgeschäfte sein im Sinne von ja, einfach normale Läden, sondern eben nicht kommerzielle Gemeinschaften. Und da steht auch ausdrücklich dabei, eine Mitwirkung von Mitarbeitenden ist zulässig. Eine Beauftragung Dritter mit dem Anbau wird ausgeschlossen. Also die Mitglieder selber sollen möglichst anbauen. Man kann auch einen anstellen, der anbaut, aber nicht Dritte beauftragen und irgendwo produzieren lassen und dann die Ware im Club verkaufen. Ein gesondertes Gesetz soll das regeln. Ja, also das spricht dafür, ja, nicht innerhalb des BTMG, sondern ein eigenes Anbauclubgesetz. So, die Ernte dürfen die Mitglieder Samen, genau, hier, Stichwort Samen, das ist auch wichtig. Neben den geernteten Genusscannabis dürfen an die Mitglieder auch von der Vereinigung erzeugte Samen und Stecklinge für den Eigenanbau abgegeben werden. Es wird geprüft, ob und wie Saatgut und oder Stecklinge für den privaten Eigenanbau zum Selbstkostenpreis über die Vereinigung bezogen werden dürfen, ohne dass die Mitgliedschaft in der Vereinigung dafür Voraussetzung ist. Das klingt so, als würden die Anbauclubs ein Monopol kriegen für den Handel mit Samen, den man als Privatmensch für den Anbau zu Hause braucht. Wenn das so käme, wäre das zum Beispiel auch total schräg, weil in vielen europäischen Ländern eben die Hanfsamen nicht verboten sind. Ja, da kann man die ganz normal kaufen, auch wenn der Anbau nicht erlaubt ist, weil die Samen selber, die sind ja noch nicht mal psychoaktiv, das ist ja keine Droge und trotzdem ist über BTMG verboten. Deutschland müsste meiner Meinung nach sogar die, wenn sie das so haben wollen, ja, dass nur die Anbauclubs die Dinger, die Samen verkaufen und Stecklinge verkaufen dürfen, dann müssen die sogar die Situation, die Rechtslage verschärfen. Weil im Moment steht in Anlage 1 BTMG drin, dass die Samen verboten sind, wenn sie zum illegalen Anbau bestimmt sind. Aber wenn ich legal anbauen darf zu Hause, dann sind sie nicht zum illegalen Anbau bestimmt und schon nach heutiger Rechtslage dann die Samen nicht mehr verboten. Man müsste also für die Samen gar nichts mehr ändern, rechtlich gesehen, sobald der Eigenanbau legalisiert wird. Dann sind automatisch die Samen dafür auch legal. Das heißt, man müsste dann im Prinzip wieder ein Verbot von Hanfsamen einführen oder irgendwie extrem restriktiv damit umgehen, damit nicht so was Sinnvolles passiert, wie dass Grow-Shops, die auch ganze Anbauzubehör verkaufen, auch für Cannabis und auch speziell zu Cannabis dann sicherlich beraten dürfen, dass die dann nicht die Samen verkaufen dürfen, sondern nur die Anbauclubs. Ja, sehe ich überhaupt keinen Sinn drin, was das jetzt irgendwie bringen soll. Aber immerhin muss man dann nicht möglicherweise nicht Mitglied sein im jeweiligen Verein. Ja, da können die nochmal zusätzlich irgendwie Kohle machen damit oder was. Finde ich merkwürdig. Da kommt nochmal der Satz, Zulassung und Überwachung erfolgen durch Landesbehörden. Da sind wir wieder im Punkt. Ja. Ist das möglich ohne Zustimmungspflicht beim Bundesrat? Da bin ich skeptisch. Eine Mitgliedschaft in mehreren Vereinigungen ist untersagt. Auch ein wichtiger Punkt. Dann haben wir was zu Bußgeldern, Freiheitsstrafen und so weiter. Erntemenge, Anbaumenge muss ausgerichtet sein an Bedarfsdeckung. Also müssen wir grob ungefähr eine Vorstellung haben, wie viel verbrauchen unsere Mitglieder denn, ne, und dann jetzt nicht irgendwie riesige Überproduktion machen. Okay. Es gibt Berichts- und Dokumentationspflichten zu erzeugten und abgegebenen Mengen. Also immer schön irgendwie Formulare ausfüllen, ja, was man da jetzt irgendwie angebaut hat. Verbot des Im- und Exports von Genusscannabis. Also die sollen halt selber produzieren, ist ja klar, ne, irgendwie. Anzahl der Mitglieder je Vereinigung wird auf 500 begrenzt. Mindestalter 18, Wohnsitz in Deutschland. Touristen dürfen nicht rein, offensichtlich. Anzahl kann begrenzt werden, je nach Bevölkerungszahl. Irgendwelche Haftungspflichten kommen dann. Nochmal was zum Saatgut, dass sie die Clubs auch möglicherweise Saatgut
importieren können. Bei den FAQs ist zu dem Saatgut auch nochmal ein Wort, wo man auch nicht so ganz versteht, ja, soll dann vielleicht doch auch der Import durch Privatpersonen doch möglich sein, die nicht nur in den Shops kaufen, in den Clubs kaufen, dürfen die vielleicht doch auch so kaufen. Da gibt es halt so kleine Widersprüche oder Ungenauigkeiten auch zwischen dem Eckpunktepapier und den FAQs auf der Seite. Abgabe nur im Mitglied erlaubt, ist klar. Aber hier jetzt, maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag, maximal 50 pro Monat dürfen vergeben werden. Ja, also wer mehr als 50 verbraucht, 50 Gramm und nicht in einem anderen Club auch noch irgendwie Mitglied sein darf, muss eigentlich selbst anbauen oder wieder auf dem Schwarzmarkt ausreichen. Mehr als 7 Samen oder 5 Stecklinge pro Monat dürfen auch nicht ausgegeben werden. Haben Sie schon eine sehr genaue Vorstellung davon, ja, wie viele Samen mal abgegeben werden dürfen. Abgabe an Heranwachsende unter 21 ist begrenzt auf 30 Gramm im Monat. Die dürfen also nur 1 Gramm am Tag irgendwie wegmachen. Dann soll der THC-Gehalt begrenzt werden für unter 21-Jährigen. Grenze noch zu klären. Also ganz viele Details, die noch zu klären sind, bevor das wirklich ein Gesetzentwurf wird. Ob das wirklich auch Anfang Mai dann soweit alles klar ist, bin gespannt. Dann ein paar Qualitätsgeschichten. Klar, da soll jetzt kein nichts zugesetzt werden an irgendwelchen Beimengungen, irgendwelche Aromen oder so. Ja, das ist okay, können wir mal in Ruhe selber lesen. Es soll nur in Reinform Cannabis, Blüte oder Harz in neutraler Verpackung oder lose mit beigefügten Informationen zum Produkt mit Sorte und so CBD, THC-Gehalt und so weiter abgegeben werden dürfen. Also keine Konzentrate, keine Edibles, nur Blüten und Harz. Jetzt kommt der Knaller, das Verrückteste. Konsum in den Räumlichkeiten der Vereinigung ist ebenso verboten wie der öffentliche Konsum nahe Schulen, Kitas und so weiter und Fußgängerzonen bis 20 Uhr. Darf da nicht konsumiert werden. Aber jedenfalls in den Clubs darf nicht konsumiert werden. Deswegen hat Lauterbach auch ausdrücklich gesagt, es sollen nicht Cannabis-Social-Clubs sein. Ja, weil Sozialleben will er da jetzt nicht haben. Ja, dass die Leute da einfach Cannabis konsumieren, zusammen in dem Verein, wo sie zusammen Hanf anbauen sollen, ne? Und sich da stundenlang um die Pflanzen kümmern, ja, und voll den Jeeper haben, dabei mal ein Tütchen zu rauchen und so. Da dürfen sie in den Vereinsräumen, dürfen sie nicht, ne? Müssen raus in den Park gehen, da dürfen sie. Man darf sich mit 20 Leuten oder 100 Leuten im Park zusammenrotten und da irgendwie Riesensmoke-In veranstalten, aber nicht in den Vereinsräumen, bitteschön, ja. Und die Begründung von Lauterbach dafür ist auch spektakulär, das zeigen wir euch mal noch. Zum einen, also ich habe ja eben schon häufiger von Cannabis-Clubs gesprochen. Da wird Cannabis also nicht kommerziell also produziert für die Vereinsmitglieder, aber der Konsum wird dort also nicht schwerpunktmäßig stattfinden, sondern also es ist tatsächlich dann also nicht eine neue, es sollen keine Konsumräume geschaffen werden. Die würde ich sehr also problematisch bewerten wollen. Ich möchte mir hier nicht zutrauen, die niederländische Cannabispolitik in der Gänze zu bewerten. Aber mein Eindruck ist der, das ist sicherlich etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen den Schwarzmarkt wegdrängen. In den Niederlanden ist genau umgekehrt. Dort wird sozial konsumiert, aber über den Schwarzmarkt quasi importiert. Und daher wird dort aus meiner Sicht etwas gemacht, was die Nachteile kombiniert. Ich habe einen üblen Schwarzmarkt und viel Kriminalität und also unsichere Produkte, aber einen gemeinsamen Konsum. Und wir wollen also quasi den Schwarzmarkt zurückdrängen, keine Beimengung, keine Toxizität, aber keinen gemeinsamen Konsum. Somit kann man fast sagen, dass man darf das nicht zu holzschnittartig bewerten. Aber wir haben uns am holländischen Modell eher daran orientiert, wie man das nicht machen sollte. Ich will noch mal darauf hinweisen, ich spreche ganz gezielt von Cannabis-Clubs. Ich spreche nicht von Social-Clubs. Social-Clubs haben wir also in den Niederlanden, wo gemeinsam konsumiert wird, mit einer wahre, unklare Herkunft. Das ist ja, was wir nicht wollen. Sondern wir wollen eigentlich das Gegenteil. Ja, also die Logik müsst ihr euch selber mal irgendwie nachvollziehen. Ja, ist schon doll, was da so in den Gehirnwindungen von Herrn Lauterbach so alles unterwegs ist an Gedanken. Dann Verbot der Ausgabe von Alkohol, Tabak und anderen Genuss- und Rauschmitteln in den Clubs. Zutritt nur für Erwachsene, wunderbar. Pflicht zur Alterskontrolle, passt, kann man machen. Werbeverbot, auch klar.
Mindestschutzmaßnahmen, einbruchsichere Räumlichkeiten, Umzäunung. Okay. So weit, so gut. Jedenfalls keine Panzerstahltüren oder sowas. Ja, ist auch schon mal beruhigend. Und jetzt nochmal der Besitz in der Öffentlichkeit. Der hat jetzt zwar mit den Clubs jetzt nichts so direkt zu tun, ist aber der nächste Punkt, der hier kommt. Den markiere ich mal komplett hier, den Absatz. Ja. Straffreier Besitz. Mitführen in der Öffentlichkeit. Ist möglich zum Eigenkonsum bis 25 Gramm. Es gelten Strafvorschriften für darüber hinausgehenden Besitz für Handel und Abgabe an Nichtmitglieder sowie Kinder und Jugendliche sowie für die Abgabe von nicht in den Vereinigungen selbst angebautes Cannabis. Also gut, den zweiten Teil braucht man nicht zu besprechen jetzt erstmal, aber 25 Gramm. Das ist natürlich eine Marke, Obergrenze, die hier gesetzt wird. Mich triggert vor allen Dingen, dass da steht straffreier Besitz, weil das nicht bedeutet, nicht strafbar, nicht vollständig legal. Also ich hoffe mal, dass das denen da nicht bewusst ist und dass da Leute dabei sind, die nicht so mit genauem Formulieren haben. Aber eigentlich müsste da stehen legaler Besitz oder nicht strafbarer Besitz, weil nur dann, wie in Malta, eben der Besitz vollkommen legal ist und die Polizei damit nichts zu tun hat und nichts beschlagnahmen muss und so weiter. Weil straffrei ist ja im Prinzip die Entkriminalisierung, die wir jetzt schon teilweise haben in Bundesländern. Man hat ein Strafverfahren, da wird eingestellt, ne, muss nichts bezahlen und so, aber man ist halt Straftäter. Ja? Trotzdem ist man straffrei. Also deswegen würde ich hier eine klare Formulierung erwarten und mir wünschen, oder muss im Gesetz auch was Klares stehen, von wegen, ist halt legal und nicht irgendwie straffrei. Ja? Das ist eine doofe Formulierung. Führerschein, ja, der große Knaller. Vollkommen unklar. Die Grenzwerte im Straßenverkehr für THC und so weiter werden unter Einbeziehung der einschlägigen Fachgremien überprüft. Klingt erstmal toll, ja. Es orientiert sich ausschließlich an den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, also im Sinne von, hier soll kein Ersatzstrafrecht passieren, das soll aber auch nicht so sein, dass jetzt ungebührlich liberal umgegangen wird mit den Cannabiskonsumenten, dass alle breit durch die Gegend fahren, ja, Verkehrssicherheit als an erster Stelle, wunderbar. Und dann eben dieser Hinweis auf die Fachgremien. Das ist ja genau das Argument von Wissing, wieso er nichts machen will an der Stelle, da er sagt, einerseits sagt er, die Gerichte sollen das machen, ich will sowieso nichts damit zu tun haben, ja, also ich nicht, ich nur Verkehrsminister, ja, Gerichte viel besser geeignet, sagt er. Aber er sagt ja auch, Grenzwertkommission, die dafür zuständig ist, Grenzwerte vorzuschlagen erstmal als Gremium, hat sich nicht einigen können auf einen konkreten Wert. Und das ist eben genau Einbeziehung der einschlägigen Fachgremien. Ja, er hat die schon einbezogen. Wissing hat die gefragt, wie sieht es aus? Habt ihr einen Vorschlag für einen Grenzwert parallel zu 0,5 Promille? Und die haben sich nicht mehrheitlich einigen können. Ein Teil der Kommission, inklusive Vorsitzenden, haben gesagt, 3,5 Nanogramm werden wir anfangen. Ja, da sind wir safe. Ist aber nicht mehrheitsfähig gewesen da. Deswegen hat auch der Verkehrsgerichtstag ähnliche Diskussion gehabt, hat sogar explizit den Gesetzgeber aufgefordert, den Gesetzgeber, nicht die Gerichte, sondern Wissing aufgefordert, den Grenzwert anzuheben, aber auch keinen konkreten Wert genannt. Ja, und das heißt, Wissing muss da selber drauf kommen, ja, mit seinem Ministerium, seiner Bundesanstalt für Straßenwesen, seinen Fachleuten, die er da hat. Dann müssen die halt mal sagen, okay, der Wert scheint uns safe. Und soll er sagen, meinetwegen, wir machen das wie in Kanada, ja, mit 2 Stufen, 4 Nanogramm und 10 Nanogramm oder so. Ja, aber dieser Hinweis auf die einschlägigen Fachgremien ist im Prinzip schon wieder die Ausrede für ein Wissing, dass nichts passiert. Also das ist vollkommen unklar, das Thema Führerschein, das ist einer der größten Kritikpunkte an dem ganzen Ding. Zumal ja eben auch immer die Rede davon war, von manchen Teilen dieser Widerstandsszene sozusagen gegen eine Veränderung, die sagten, okay, kann sein, dass wir das regeln müssen, aber erst, wenn Cannabis vollständig legal ist. Erst dann ändern sich die Voraussetzungen, ne, wie mit illegalen Drogen im Straßenverkehr umgegangen wird. Hat zum Beispiel der Geschäftsführer der FDP letztens gesagt, Jirserei, ja, wenn legalisiert ist, dann gucken wir. So, aber jetzt geht es gar nicht um Legalisierung, es geht um Entkriminalisierung erstmal, ja, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wer weiß wie lange. Ne, das heißt, bis dahin, nach offizieller jetziger Stand der Dinge, passiert nichts in Führerscheinfragen. Ja. Also da ist auch jede Menge Druck noch nötig, ja, oder was weiß ich, muss der Wissing mal zurücktreten oder so, bis man den Weg frei hat oder so, hat keine Ahnung. Auf jeden Fall, das kann man nicht gebrauchen hier, diesen Beschluss. So, private Eigenanbau, mal unabhängig von den Anbauclubs. 3 weibliche blühende Pflanzen. Das steht schon im grünen Cannabiskontrollgesetz drin, ja, 2015 vorgelegt.
Jetzt aber natürlich nach wie vor, wie im grünen Gesetz, unklar, was ist ja mit den Stecklingen und ne, die kleinen Dinger, die man haben muss, um dann irgendwann die weiblichen Blühenden zu kriegen. Da muss man ja nachziehen, irgendwie möglichst. Ne? Jedenfalls, wenn man unter Lampe anbaut und dann irgendwie regelmäßig dranbleiben will, da braucht man ein paar Stecklinge halt dazu. Das ist unklar. Dann die Amnestiefrage. Auch schwierig, ja. Also wird auch viel gefeiert worden schon. Von wegen ist vorgesehen, ja, dass erstens laufende Verfahren ausgesetzt werden. Klar, okay, das wäre auch komisch, die weiterzuführen dann, wenn dann plötzlich legal ist. Aber vor allen Dingen die bisherigen Strafen, die ausgesprochen wurden und die Daten, die erhoben wurden, na, würde man denken, okay, oder ist die Forderung unsererseits, die Daten müssen aus den Polizeicomputern komplett raus. Na, egal wo. Hier steht aber nur drin, Handlungen, die dann irgendwann bla bla legal sind, können auf Antrag aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden. Aber Bundeszentralregister ist halt nicht das Register, wo immer alle Verfahren reinkommen. Das sind erstmal die Landespolizeibehörden, ne, wo die lokale Polizei vor Ort dann eben die ganzen Strafverfahren einträgt und so weiter. Im Bundeszentralregister kommen eigentlich nur große Sachen. Da haben so kleine Sachen, was weiß ich, bis erwischt worden mit 5 Gramm Gas, eigentlich nichts verloren. Da sind trotzdem jede Menge solche Fälle drin, weil irgendwelche übereifrigen Beamten gesagt haben, oh, das ist doch ein Schwerverbrecher. Ja? Vielleicht hat er bestimmt in einem anderen Bundesland nochmal 5 Gramm und dann sollten die das wissen da. Ne? Ich schreibe das trotzdem da rein, weil ich das kann. Ja, deswegen sind da viele Verfahren drin, aber lange nicht alle und die gehören auch nicht rein. Und das ist viel zu kurz gegriffen zu sagen, das ist jetzt unsere Amnestie, dass die Leute aus dem Bundeszentralregister rauskommen. Ja, damit ist es nicht erledigt. Dann poppt immer noch bei der nächsten Verkehrskontrolle beim lokalen Polizisten da auf, oh, da ist aber ein BTM-Straftäter hier. Anwendungsbereich Bundesnichtraucherschutzgesetz, ja, okay, wunderbar. Das ist auch wichtig. Teilnahme an Frühinterventions- und Präventionsprogrammen für Minderjährige, wenn sie Cannabis besitzen oder konsumieren, ist verbindlich. Das heißt, diese FRED-Kurse, die wir jetzt haben, die Zwangskurse für Jugendliche zur Prävention und Beratung, wenn die erwischt worden sind mit Cannabis, werden weitergeführt. Das heißt auch, Jugendliche werden nicht vollständig entkriminalisiert. Weil ja nur, wenn eine Straftat, ein Strafverfahren im Hintergrund ist oder zumindest ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einem saftigen Bußgeld, denn damit gedroht wird, nur dann kann ich ja im Prinzip die Leute zwingen, an so einem Kurs teilzunehmen. Ne? Wenn ich kein Druckmittel habe, sozusagen, und sage, du musst aber teilnehmen, und sagt, ja, mach ich aber nicht, ja, da gibt es ja keine Handhabe sonst, sozusagen. Wenn nicht die ursprüngliche Tat, um die es geht, irgendwie sanktionierbar ist. Das heißt, keine Entkriminalisierung für Jugendliche. Ja? Mindestens irgendwie Zwangskurse. Wenn man das bei Alkohol auch so machen würde, bitteschön. Ja? Wenn 17-Jährige mit einem Bier oder Wein erwischt werden, ja, Fredkurs, ja, zack. Und ansonsten 300 € Bußgeld. Da können wir drüber reden. Ja? Aber das jetzt so zu unterscheiden, ist nicht korrekt. So, jetzt Evolution. Ja, das ist ein ganz anderer Punkt jetzt wieder, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, das hat jetzt wieder mit dem Modellprojekt zu tun. Und damit geht es auch weiter, kommt jetzt ein neues Kapitel, regionale Modellprojekte. Projektlaufzeit 5 Jahre, hier steht es dann auch nochmal, ne? Also jetzt mal, wenn wir das Ende 2024 am Laufen kriegen, wenn das gut läuft, dann ist das Ganze Ende 29 zu Ende. Und dann nach 4 Jahren soll auch schon angefangen werden mit der Auswertung. Keine Ahnung, warum wir das so lang machen wollen. Na, 5 Jahre ist ein Riesenzeitraum für so eine Geschichte. Wahrscheinlich, weil sie ganz lange Ruhe haben wollen von dieser blöden Legalisierungsdiskussion oder was. Ja? Und vielleicht hat die EU-Kommission das in den Geheimgesprächen so gesagt. Ja, okay, das ist jetzt der Deal, ihr dürft eure riesen Regionalprojekte machen. Aber ganz, ganz lange, ne, damit wir bis dahin irgendwie alle anderen Legalize-Bestrebungen in der EU so lange irgendwie dämpfen können. Ja? Weil ihr macht ja jetzt erstmal euer Modellprojekt da. Ja, noch so Abstandsgrenzen und so Opt-in-Ansatz, genau. Also nicht jeder Kreis kann, also wird nicht gezwungen von oben, Stadt, Land, wie auch immer, Bundesland, teilzunehmen an einem Modellprojekt und auf einmal Gras in Geschäften zu verkaufen, sondern die müssen da von sich aus freiwillig mitmachen. Ja, also das ist im Prinzip dann der Zuckerli für Söder und Co., ja, dass sie die Bayern weiterhin hinterm Mund lassen können und da eben keine Geschäfte haben. Ja, aber die Social Clubs können sie nicht verhindern und den Eigenanbau. Ne? Da ist jede Menge Eigenanbau in Bayern. Zulassung und Abgabe von Edibles soll noch geprüft werden. Ne? Auch so ein Punkt, der noch nicht klar ist. Wenn sie immer noch ausdiskutieren müssen, haben sie jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt, haben sie leider nicht geschafft, Edibles auszudiskutieren. Ich weiß es auch nicht. Wissenschaftliche Begleitung und so, okay.
Dabei belasse ich dich jetzt erstmal. Kommen wir ein bisschen mal zum weiteren Verfahren, ja, und mit internationalem Recht nochmal, EU-Rahmen und so weiter. Aber solange da mit den scheiß Geheimgesprächen von Lauterbach nicht geklärt ist, lese ich das gar nicht. Ja, das ist ja alles albern. Solange Lauterbach sich sagen lässt von irgendwelchen anonymen Stimmen, was jetzt rechtlich kompatibel ist und was nicht, brauche ich nicht zu lesen, was er dazu jetzt irgendwie schreibt. Ja, das ist einfach nicht ernst zu nehmen. So, sind wir wieder zurück. Ihr seid wieder raus aus meinem Computer. Ja, jetzt gucke ich wieder heimlich alleine auf meinen Spickzettel, wo ein Kobold mir ständig irgendwie sagt, was ich hier sagen soll. Mal gucken, was hier noch steht, was ich nicht erwähnt habe. Samenmonopol, Amnestie, haben wir alles. Dann habt ihr das jetzt erstmal geschafft, was jetzt das ganze Gefutzel über diese ganzen komischen neuen Eckpunkte angeht und so weiter und zum Entspannen. Ja, weil wir ja so lange uns jetzt haben. Ja, habe ich euch malträtiert mit völlig unklaren Aussagen von Lauterbach, ja, wo man ständig im Lauterbachischen rumrätseln musste oder andere Schlaftablettenpolitiker, ja, wo man irgendwie, wo die nichts sagen und stundenlang reden und so weiter, ne, haben wir jetzt mal einen Özdemir. Da haben sie mal einen dabei gehabt irgendwie bei der Pressekonferenz, bei der Vorstellung, der richtig reden kann. Bitteschön. Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Und wenn ich mir die Jugendorganisation auch der Parteien anschaue, habe ich das Gefühl, das ist ein parteiübergreifendes Phänomen. Da wollen wir mal bitteschön nicht unehrlich sein. Ich habe das Gefühl, dass das Thema, wir haben ja gerade eben die Zahlen vom Bundesgesundheitsminister gehört, weder an geografischen Grenzen Halt macht, noch an politischen Grenzen Halt macht, noch an Weltanschauungsfragen Halt macht. Das ist eine Realität und sie wegzudiskutieren, schafft sie nicht aus der Welt, ganz im Gegenteil. Und noch eins, es wird sicherlich auch der Angriff kommen, haben die denn nichts Wichtigeres zu tun in der Ampel? Wir haben Wichtigeres zu tun und tun das, aber uns hindert auch niemand, Multitasking zu betreiben. Wir lösen hier ein wichtiges Problem und widmen uns gleichzeitig den aktuell großen Krisen. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter handverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. So, ein neues Thema habe ich jetzt noch, das geht aber schnell. Und zwar eigentlich noch das gleiche Thema, aber runtergebrochen sozusagen schon die Auswirkungen auf lokaler Ebene. Ja, merkt man schon irgendwie, wie sich die Welt neu ausrichtet auf das neue Projekt hier. Und zwar Berlin. Da hat noch am Mittwoch, am selben Tag, als die Pläne bekannt gegeben wurden, Wassily Franco von den Grünen in Berlin aus dem Abgeordnetenhaus ins Spiel gebracht, dass doch Berlin dann bitteschön Modellregion werden soll. Alle Fachgeschäfte für alle Berliner, ja, Cannabis-Fachgeschäfte. Berlin soll sich dann bewerben und beteiligen und so weiter. Aber die Frage eben ist, was ist denn mit der CDU-Beteiligung? Ja, im Moment, in diesen Tagen, sitzen SPD-Mitglieder vor dem Koalitionsvertrag mit der CDU und entscheiden darüber. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Frage, wie das denn mit der Bundesratsmehrheit aussieht. Ja, also die Legalisierung hätte ja auch da durchgehen müssen. Wenn die SPD mit der CDU zusammengeht, wird bis zum Ende der Legislaturperiode sehr wahrscheinlich die CDU im Bundesrat bestimmen können oder jedenfalls blockieren können. Und das ist auch für diese Modellregionsfrage jetzt auf einmal ein Thema. Ja, da werden sich auch die Koalitionspartner einig sein müssen, wenn ein Bundesland das Ganze unterstützen will. Da muss die Koalition da eben auch Ja sagen dazu. Ne? Und was macht die CDU dann? Werden die da mitspielen oder nicht? In Berlin eher nicht. Ja? Also da eindeutig positioniert. CDU ist skeptisch, was Legalisierung angeht oder ganz klar dagegen positioniert. Nicht zu erwarten, dass die jetzt mit der SPD zusammen da jetzt auf einmal ganz Berlin zum riesigen Cannabis-Abgabe-Modellprojekt machen. Die werden sich eher Bayern anschließen und sagen, ja, ne, hier geht gar nichts. Ja? Und werden Berlin von der drogenpolitischen Vorreiterstadt, der liberalen Stadt Berlin, ja, der Hauptstadt, wo ein bisschen mehr Freiheiten möglich sind als anderswo, tja, in ein repressives, schwarzes, trauriges Loch verwandeln, ja, wo nichts geht und überall rundherum gibt es Cannabis in Geschäften, ja, bloß in Berlin nicht, wenn es dumm läuft, ja, und es scheint dumm zu laufen. Also, liebe SPD-Mitglieder, überlegt euch das nochmal, ne? Cannabis-Modellregion mit R2G oder traurige, triste, schwarze Stimmung ohne Cannabis mit der CDU.
Gute Initiative jedenfalls von Vasili Franko und vielleicht auch nachahmenswert für andere Landes- und Lokalpolitiker, die da vielleicht auch die Diskussion jetzt vor Ort wieder weiter anstacheln wollen, ja, dass man vorwärts kommen will. Da haben auch lokale Parlamente mal wieder was zu diskutieren mit den Regionsmodellen da. Also nur zu, auf geht's. Da ist auch die Frage, weil das, wenn eine bayerische Stadt zum Beispiel mitmachen will, aber das Land nicht, ja, da können sich dann schön kabbeln. Aber jetzt Termine. Und zwar haben wir Ortsgruppentreffen in Halle, Montag, 17. April. In Berlin, Dienstag, 18. April. Heidelberg auch 18. April. Hamburg 18. April. Richtig viel los da draußen. In Oldenburg tritt die Gruppe am 19. April. In Freiburg gibt es eine ganz kleine Demo am 20. 420. Und da ist ausdrücklich nur der harte Kern erwünscht. Ja? Der Veranstalter hier von unserer Ortsgruppe sagt schon sowieso, ja, das ist halt Donnerstagnachmittag, sind viel Arbeiten und so und rechnen wir jetzt gar nicht mit furchtbar vielen Leuten. Aber eine kleine, feine Demo wollen wir machen, ja, mit ein paar Leuten, die da irgendwie Hardcore-Aktivisten oder Spaß dran haben. Ja, also 20.04. Freiburg, kleine, feine Demo. Und noch eine Demo am 20.04. in Berlin, die angesagt wurde, 14 bis 18 Uhr. Alle Infos, wie immer, auf der DRV-Seite, Link in der Videobeschreibung. Dann haben wir Darmstadt mit dem Treffen der Ortsgruppe am 21. April. In Berlin, Diskussionsabend am 25. April mit Carmen Wegge im Büro von irgendeinem random SPD-Mitglied des Bundestages. Ja, keine Ahnung, wie der Stübe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Wegge ist da. Ja, egal, wie der Typ heißt, Wegge ist da. Und können in Berlin mal mit ihr persönlich quatschen. Dann Hamburg trifft sich die Ortsgruppe am 27. und in Würzburg am 28. April. Infostände gab es auch noch, ja, die habe ich jetzt mal wieder gebündelt, weil so viele Termine waren. Ja, so für die, die jetzt nicht dahin wollen, nicht das Spannendste hier vielleicht bei den News. Trotzdem, die Bock haben auf Aktivismus, den müssen wir immer wieder unter die Nase halten. Ja, dann geht das schön hin zu den Ortsgruppen, macht da mit. Infostände gab es in Freiburg, in Heidelberg, in Regensburg gleich zweimal und einen in Oldenburg. Das war's für heute. Ich werde bestimmt noch viel mehr Details zu der ganzen Geschichte hier liefern. Ja, das war das, was ich heute geschafft habe, sozusagen, mir anzugucken, irgendwie zu kommentieren, zu durchdenken und so weiter. Ansonsten habe ich für euch die ganze Zeit Interviews gemacht und irgendwie Lob und Tadel für diese neuen Pläne detailliert ausgepackt. Ja, war das gut, war das schlecht? Da wir das Ganze möglichst nochmal ein bisschen in eine vernünftige Richtung geschoben kriegen. Denk mal darüber nach, Mitglied beim Handverband zu werden, Fördermitglied. Würde mich freuen, wenn die Zahlen da wieder ein bisschen steigen, weil wir noch viel zu tun haben. Ja, legalize it. Like das Video, drückt die Glocke, den Kanal abonnieren und so, ne, wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch einen schönen Tag und geruhsamen Abend.